Hallo und wieder herzlich willkommen zurück bei Forza Motorsport 6. Und heute geht es wieder gegen The Steak. In einem Ferrari FF. In Katalonien. Rennen findet auf dem Circuit de Barcelona Catalunya statt. Die Rennstrecke ist berüchtigt für die hohe mechanische Beanspruchung durch den Untergrund. Und das Thermometer. War das die? Ich glaube, das war das Thermometer. Das riesengroße Thermometer auf der Strecke. Glaube. Oder war das drüben bei der Amis? Das war bei der Amis, das Thermometer, ne? Ja. Oh, schick. Schick, schick. Some say his cookie policy involves baking and that he keeps his mouse in a small box. All we know is, he's not the Stig. He's the Stig's digital cousin. Okay. Yeah! Sag mal, sieht die Karre aus. Ah, nice. Nice, nice. Ih, der fährt einen weißen Ferrari. Ih. Ferrari muss rot sein. Ist auch nicht, ist auch so ein Ding so. Oh, Ferrari, warum denn rot? Warum nicht gelb? Der gelb ist auch schön, Ferrari, muss ich sagen. Gelb ist auch schön, oder blau ist auch eine schöne Farbe von Ferrari. Ferrari muss nicht unbedingt rot sein. Aber rot ist halt so die Ferrari-Farbe, ne? Also, ja. Ist halt so, ne? Und, ja. Oh, nicht gut. Das ist die kurze Strecke von Katalonien, sehe ich gerade. Ist ja gleich wieder im Ziel. Egal, macht ja nichts. Wir machen erstmal Platz hier. Ich musste mal ein bisschen aufräumen, da war so unordentlich. Da waren so komische Kegel im Weg. Die Karre geht ganz gut ab, sag ich mal. Und zack. Jetzt. Ach, zwei Runden. Achso. Ich dachte, ich wäre schon im Ziel. Aber bei den Sticks sind es ja immer zwei Runden. Warum? Naja, weil er ja sowieso vorne startet. Und ich denke mal, das hat so einen Hintergrund, dass wenn man eben in der ersten Runde irgendwie verkackt, man immer noch aufholen kann. Das ist mir beim ersten Duell passiert mit dem Audi. Da war ich in der ersten Runde übel schlecht und in der zweiten Runde habe ich dann aufgeholt. Und dann habe ich doch noch gewonnen. Ja. So. So, haben wir es gleich geschafft. Sieht der ganze aus, als wenn wir gewinnen. Oh, Alter. Meine Fresse. Kurvenlage geht, sage ich mal, aber ist teilweise schon übelst, naja, untersteuert. Wenn man da zu schnell in die Kurve reingeht, dann untersteuert er übelst. So. The Stig, mein Lieber. Du hast leider verloren. Puff. Wie man sieht, ich habe gewonnen. Zack. Zack. Wir haben gewonnen. Mal wieder. Und in diesem Sinne war's das. Wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da und wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest, dann lass doch ein Abo da und Anregungen, Kritik, Vorschläge in die Kommentare und wenn du gegen mich antreten möchtest, dann schreibe dies auch in die Kommentare oder Vorschläge gegen andere YouTuber, weil ich kann ja anfragen, kostet ja nichts. Wenn er Nein sagt, dann ist es halt so, ansonsten, ja. Gut, dann bin ich raus und tschüss.